Recht herzlich willkommen zur 66. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, letztes Mal haben wir hier irgendwo die Schlacht verloren. Jetzt sind wir da unten drin und besetzen gerade hier noch dieses Land, welches Bourgogne heißt. Ja, da wollen wir hoffen, dass das klappt. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier nach Elsass vielleicht rüberkommen, weil, ja, wenn wir die dann noch rauskegeln, ist das vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Wie viele Truppen sind hier so drin, ne? Friesland, Trier, ach, Trier ist es, ist gar nicht Elsass drin, ne? Ah, Elsa sitzt da mit drei Leuten, okay. Vielleicht sollten wir uns das überlegen, sofort da reinzugehen. Trier wäre hier. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Ja, lassen wir erstmal laufen gerade. Und schauen wir weiter. Kriegsgrund. Unglücklicherweise verloren wir den Handelskriegsgrund gegen Britannia. Ja, 37, die horten sich da sogar noch. Warte mal, König wird von Burgund besetzt. Okay, da haben die da was befreit, oder was? Gegen Britannia. Okay, weiter. Müssen nur aufpassen, die werden auch mehr. Naja, wir werden aber auch mehr, aber nicht so viele wie die. Okay, das haben die auch... Ne, das ist jetzt das, was wir längens haben, aber die haben da oben das befreit. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nach Elsass gerade. Weil die befreien da oben auch noch weiter. Obwohl ich lieber Trier rausnehmen würde, ne? Weil Trier hat ein paar Leute mehr hier drin, ne? Kommen wir aber nicht hin, oder wie sehe ich das? Calais wird von Burgund besetzt. Jetzt bin ich echt am Überlegen. Jeder Mann ist wertvoll, ne? Okay, bring die mal da gerade rüber. Lass mal weiterlaufen. Drei einzelne Einheiten war jetzt auch nicht so taktisch klug, ne? Boah, die sind mit 43 Leuten jetzt hier drin, ne? War das hier irgendwie so hinkriegen? Ich glaube eher nicht, ne? Läuft irgendwie nicht so prickelnd gerade, ne? Das ist die Pfalz. Wo sind denn jetzt die drei Einheiten? Da? Ne, da sind sie jetzt. Ist gestorben. Navigator, okay. Und Armeereformer. Wer kommt denn da durchgelaufen? Ja, die sind immer noch da am Sitzen und befreien das. Und ja, wir sind hier, aber auch nicht gerade, ne? Auf dem besten Weg. Wer ist denn hier mit so vielen Leuten da? Wem sind wir hier am Kämpfen? Ein Krieg mit Elsass, Burgund, Trier und Friesland. Wer sind denn hier die Parteien? Ah, Ferrara. Die kommen jetzt gerade zur Unterstützung. Okay. Wenn die da mit 45 Truppen kommen, dann ist das schon eine Hausnummer, oder? Okay. Wäre schön, wenn wir Elsass auf jeden Fall erstmal kriegen. Wie viele Leute sind hier drin? Das ist die Frage, ne? Okay, 21, 17 und 8. Verlieren wir Prestige, Anspruch auf Thronfolge. Okay, kommen wir nicht drum rum. Macht anders keinen Sinn. Warte mal. Kommt ein Friedensangebot von Burgund. Wir verhandeln nur für uns allein. Prozent seiner Einnahmen als Kriegsoperation zahlen. Das ist alles. Das lehnen wir erstmal ab. Aber wir haben hier noch was zum Einstellen. Baukosten minus 10. Das sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Okay. Und... Okay, Kartusche?
tatsächlich. Na ja, dann. Kriegsgaleone. Gut. Machen wir erstmal weiter. Ja. Ah, Trier ist raus. Weißer Friede. Die laufen dann schon weg, oder wie sehe ich das? Okay. Weißer Friede, das war ja jetzt nicht so dolle, ne? Naja. Na, jetzt haben wir Gefälligkeiten. Ja, das bedeutet, wir können nach Hause gehen. Okay. Okay. Na, das geht jetzt nicht, ne? Dann holen wir erstmal die zurück. Achso, Pause raus. Ja. Gut, okay. Die Holländer war auch wieder nix sozusagen, ne? Was hat uns das jetzt gebracht? Eigentlich nicht viel, ne? Schade drum, oder? Mal gucken, wann die verschifft werden. 16 noch hier drüben. Nur die sind dann drüben und dann können wir auch die anderen noch holen. Gut. So, und dann sollten die da auch verschwinden. Wie sieht es denn finanziell insgesamt aus? Also, das läuft noch. Da fehlt uns ein Berater in dem Sinne. Ah, 6, 7, okay. Das ist ja ganz nett dann. Und 300, haben wir noch einen Kredit am Laufen? Warte, ich glaube, noch. Nee, haben wir nicht. Gut, super. 326 ist damit dann Geld. Das läuft gleich aus. Das nicht. Unsere Flotte ist ein Schatten. Genau. Ja, Kriegsmüdigkeit brauchen wir nicht verringern. Unsere Kolonie ist so. Okay. Neufundland. Da ist ein Künstler gestorben. Das ist alles okay. Dann gehen wir mal hier hin. Und Gebäude. Aber wir können erstmal hier investieren. Das machen wir natürlich erstmal. Der Mörser ist dann da. Machen wir den als erstes. Und dann gehen wir da nicht hin. Dann gehen wir komplett dann. Hier können wir hingehen, fertig. Und ja. Komm, zack. Und noch einen. Fertig. So, das haben wir geschafft. Und dann haben wir noch die Dingens hier. Da heißt es das hier. Ja, da sind wir natürlich wieder hinten dran. Ne? 43% Malus. Wird gefördert. 10% unseres. Ja, da müssen wir mal gucken, was das. Vierer. Wenn wir da jetzt einen hinzunehmen würden, wäre das. Zöller global plus 10%.
Der kostet 2. Ich glaube, den nehmen wir dazu, oder? Okay. Läuft wieder. Gut. Oh, wer ist denn hier unterwegs? Lübeck. Franzosen sind gerade nicht so stark, oder wie sehe ich das? Dass die die jetzt besetzen? Ich nehme das Prestige. Spionagenetze aufbauen. Gegen die Franzosen. Passt. Dann haben wir hier noch Norwegen. Ja, das war jetzt hier drüben, ne? Hier. Mein königgegnerische Scharlatan in Hera haben die Unzufriedenheit unserer Bevölkerung geschürt. Okay, können wir auch nicht jetzt ändern, ne? So, was haben wir hier? Wie sieht denn das da aus, wenn wir mit denen in den Krieg gehen? Die haben keine Feinde. Wir haben zwar keine Unterstützung, aber es wäre ja auch nicht schlecht, ne? Dann lass uns mal nochmal rüberschiffen. Und die ziehen wir jetzt mal alle darüber. Und jetzt müssen wir nur hier natürlich gucken, dass wir da noch so Anspruch fingieren, wenn wir hier nicht sogar einen haben, ne? So, jetzt dahin. Da haben wir einen Anspruch. Da nicht. Aber da haben wir jetzt auch kein Dingens, ne? Okay, wir bauen ja auch noch erst wieder auf. Könnte ich das mal sehen hier? Darf ich nicht? So. Da haben wir Anspruch. Da nicht. Da haben wir auch. Da haben wir auch. Da nicht. Ja, wir müssen hier oben dann das machen, ne? 24 Truppen sind schon da. Gut, ziehen wir mal rüber. Wie sieht denn das mit den Inseln hier aus? Haben wir da auch einen Anspruch? Nee. Wer ist denn das hier? Skandinavien hat einen Anspruch darauf, okay. Gut, Schiffe sind da hinten schon wieder. Ein Handelskriegsgrund gegen die Bretagne, aber ich glaube, da war Österreicher mit dem Boot und so, ne? Das Krieg erklären bringt nichts, genau. Das wäre schlecht. Oh, guck mal hier, das ist Frankreich besiegt. Okay. Können wir da schon? Nein, können wir nicht. Das sind ja auch erst 12%, ne? Ja, die Franzosen sind jetzt gerade nicht so stark, ne? So, da sind die anderen 22. Sind da noch welche drüben? Weiß nicht, ob der den einen noch holt, und dann ist das halt so. Ja. So, dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir die Herrschaften aus Norwegen mal gerade noch besuchen. Ne, nicht Frankreich den Krieg erklären, den. Warte mal, da müssen wir erstmal gucken. Da brauchen wir 40 Punkte noch. Okay. Wir haben 28. Okay. Da geht gleich schon einer flöten.
Naja, dann ist halt eine Einheit weg. Ja. Dann müssen die gleich in den Hafen, ne? Werden die jetzt repariert? Ich glaube schon, ne? Ja. In Norfolk, okay. Einen. 30, das dauert mir zu lange. Dann machen wir hier trotz alledem einen Krieg. Die haben ja sowieso keine Freunde. Marschieren wir da mal gerade durch, oder? 12 Einheiten haben sie da. Wie sind die überhaupt technologisch so? 22. Waren wir schon 23? Weiß ich gar nicht mehr. Ein daneben ist auch vorbei. Ne, wir haben auch 22, okay. So. Oh, die besetzen unser Land. Sind die böse. Machen wir gerade halbe und schicken den da weiter. Oh, da kommen sogar tatsächlich welche nach. Oh, guck mal, da ist so unsere Kolonie am Rackern. Die sollten mal das Land nehmen, ne? Naja. Gut. Okay. Oder ne, wir haben ja hier auch noch welche. Dann nehmen wir die natürlich erst. Oh, 6 Einheiten sind da schon. Ach, das ist unsere Einheit. Aber wenn wir die da drauf stellen, bringt das glaube ich nichts, ne? Oder? Weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Okay, Korruption gestiegen. Okay. Wird von Großbritannien besetzt. Okay. Okay. Darüber. Da haben wir wohl ein paar Prozent mehr wie die. St. John's. Okay. Und das haben wir tatsächlich mit einer Armee besetzt hier. Krass. Auch besetzt. Dann befreien wir mal wieder. Okay. Ist schon befreit. Gehen wir mal dahin. Besetzt durch Norweger. Und da kämpfen die sogar gegen. Auch sehr schön. Okay. Okay. Verlieren wir Dukaten. Was ist das jetzt hier? Ein Trumpfer wird krank. Wie gut ist denn der? 4-2-4. Na, das wäre schade, wenn der stirbt. Der ist ja gar nicht mehr so schlecht. Okay, das können wir uns auch gerade leisten. Dann machen wir das auch. Technologie, okay. Haben wir gemacht. Da einmal auf die Insel. Das befreien wir und laufen lassen. Können wir nicht, weil die Schiffe da stehen, oder wie sehe ich das? Das ist natürlich doof. Dann machen wir das so. Die 14 Truppen da.
So, dann machen wir da mal gerade unsere Schiffe dahin, dann können wir da auch rüber. Okay. Ne, das ist verkehrt, das ist richtig. Da können wir jetzt auch rüberziehen. Prozent. Okay, da kommen die Norfolker. Oder Neufundland. Ne, Neufundland war nicht Norfolk, Neufundland. Ne? Okay, haben wir befreit. Gehen wir wieder da runter. Das dauert hier länger, oder wie sehe ich das? So, jetzt haben wir nur noch diese zwei Inseln besetzt. Nicht besetzt. In der Nordsee. Na, guck mal hier schon. Ist noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Das haben wir, das haben wir. Da kommt ein Friedensangebot. Norwegen tritt. Ich glaube, das ist das Angebot hier oben, ne? Manico. Ja. Ja, die drei Provinzen sind das. 10%. Hört sich gut an. Akzeptieren wir, oder? Zack. Wohl auf. Truppen zurück. Ach, naja, okay. Passt. Lassen wir so. Ja. Kernprovinzen. Haben wir auch gemacht. Da gibt es eine Debatte. Weiter Kolonien verleihen. Nö. Das ist hier vielleicht nicht schlecht. Kostenberater minus 10. Merkantilismus und. Obwohl das letzte wahrscheinlich das Beste ist. So, da gucken wir. Marinetradition. Papsteinfluss. Legitimität. Ist das das letzte hier? Nein, ne? Nein, das ist Legitimität. Da könnten wir definitiv 5%. Warte, wo war es jetzt das? Ja, können wir auch 5% verlieren. Und Marinetradition, da ist nichts mehr drin, ne? Limerick, 20% oder. Das sind 64%, das sind zwei Drittel, das ist nicht viel, aber wir lassen das mal so stehen, denke ich. Okay, die muss noch rüber. 181 haben wir. Machen wir einen da, mehr nicht. Und. Ja. Machen wir zur Kernprovinz, oder wie ist das? Die laufen, achso, wir haben noch eine Pause dran. Dann lass die Pause mal rausnehmen. Wir haben einen Eroberungskrieg gegen Neufundland. Das ist doch unsere Kolonie. Was ist das denn jetzt? Okay. Okay. Oh, gut. Unsere Truppen sind hier unten noch. Und die werden abgeholt. Ich hoffe nicht einzeln, ne? Ach so, dann schickt die mal gerade auf unser Land. Macht Sinn, ne? Gut. Vereinen. Picardie ist weg, Co. ist weg und Altok oder wie das auch immer heißt, ist auch weg.
Kriegsgrund ist auch weg. Frankreich hat der Provence den Krieg erklärt. Die Truppen holen wir wieder. Landen wir hier an. Okay, mit der Flotte, die da jetzt hoffentlich schon repariert ist. Interne Konflikte in Burgund. Läuft, ne? Gut, aber ich würde mal sagen, wir machen erstmal wieder eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.